flaschigem Grün steht der neue Honda Jazz Hybrid zum Test bereit und die Motorshow, die schnappt ihn sich heute. Herzlich willkommen zur Ausfahrt mit dem grünen Raumwunder. So sieht Honda jedenfalls dieses Auto gern. Die Farbe passend zum grünen Image, die gibt es übrigens nur für den Hybrid. Ansonsten kann man den Jazz auch weiterhin mit ganz normalem Benzinmotor bestellen. Aber wir fahren heute grün und mit ihm fahren wir nach Bremgarten an der Reuss. Auch wenn das Lenkrad so aussehen mag, besonders sportlich, ist der Jazz Hybrid nicht. Die Lenkung nicht besonders direkt, das Fahrwerk nicht besonders straff und die Automatik lässt den Motor erstmal aufheulen, bevor dann der Vortrieb kommt. Aber mal ehrlich, wer sich für ein Hybridauto interessiert, für den stehen ja sowieso ganz andere Dinge im Vordergrund. Und die sieht man recht gut hier vorne auf der Anzeige. Denn da wird deutlich, wann der 88 PS Benzinmotor vom kleinen 14 PS Elektromotörchen unterstützt wird und wann die Batterie aufgeladen wird. Das alles funktioniert übrigens reibungslos. Wer besonders ökologisch fahren möchte, der drückt hier unten die Blümchentaste. Und wann immer man im grünen Bereich unterwegs ist, das erkennt man auch an der Instrumentenbeleuchtung, denn die wechselt dann von blau auf grün. Rein elektrisch losfahren, das funktioniert übrigens nicht, aber immerhin beim Gleiten kann der Elektromotor alleine die Geschwindigkeit halten, der Benziner wird dann abgeschaltet. Was das alles bringt, dazu die technischen Daten. Den Honda Jazz Hybrid gibt es ab 25.000 Franken. Unser Testwagen kostet inklusive Zubehör 26.400 Franken. Sein kombinierter Benzin-Elektromotor hat 1,3 Liter Hubraum, 4 Zylinder und leistet 98 PS. Von 0 auf Tempo 100 braucht der Kleinwagen 12,1 Sekunden. Das maximale Drehmoment beträgt 167 Newtonmeter. Laut Hersteller soll der Jazz Hybrid im Schnitt 4,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen. Der CO2-Ausstoß beträgt 104 Gramm pro Kilometer. Der Honda schafft die Energieeffizienzkategorie A. Mit unserem Honda Jazz Hybrid sind wir jetzt im schönen alten Bremgarten angekommen. Hier soll es erstmal um Optik und Platzangebot gehen. Mal schauen, was die Leute von dem Auto halten. Also, Sie hatten eine Frage. Ja, ist das jetzt ein Auto, das mit elektrisch fährt oder so? Ist das Hybrid? Insight oder wie heißt der? Insight. Ja, das ist der Jazz, aber die gleiche Technik wie der Insight. Der sieht schnittig aus. Hübsch. Auffällig. Mit dem Grün, aber schön, also frisch, frühlingshaft, ja, finde es ganz cool. Und du hast auch schon gesagt, ein schönes grünes Auto, gell? Gefällt dir das grüne Auto? Ja. Käme als Familienauto durchaus in Frage? Ja, also ich denke, mit einem Kind sieht das gar nicht schlecht aus, finde ich, ja. Das ist genau gleich wie die anderen eigentlich, gell? Ein bisschen, ja, aber ich sehe ihn nicht ganz ab. Ja, das ist Gewohnheitssache. Ja, ist gut, das ist tipptopp. Super. Witzige Platzlösung noch. Hier, man kann nämlich die Bank hochklappen wie im Kino. Und wenn man das mit beiden macht, kann man da quer ein Fahrrad reinstellen. Das ist jetzt mal eine Lösung, die etwas wert ist, ja. Wie finden Sie das Dachfenster? Das finde ich einmalig. Ich habe es selber auch an meinem Auto. Ja, also er täuscht. Er ist viel grösser, wenn man reinschaut, als er von außen scheint, finde ich. Also durchaus habe ich das Gefühl, dass man da auch zwei Kinder einsetzen könnte. Grüezi, hallo, was gibt's für ein Brot heute? Ja, da haben wir verschiedene Spezialbrote. Das ist ein Ballenbergbrot, ein Wallimacchia-Brot und dunkle Pfünderli. Und die muss ich jetzt noch liefern. Und wir haben den neuen Honda Jazz Hybrid. Dürfen wir Ihnen kurz zeigen? Ja, sicher. Dann kommen Sie mal mit. Wir gucken am besten zuallererst mal, ob Ihr Brot reinpasst. Ja. Hier, ich mache Ihnen mal die Tür auf, kleinen Moment. So, das wird wohl reichen, oder? Ich denke, das langt, ja. Mal, das sieht gut aus. Packen Sie ruhig mal rein. Ja, ja, perfekt. Okay. Und jetzt nehmen Sie da einfach mal Platz. Ja, gern. Und wie gefällt er Ihnen? Also die Sitzposition ist sehr bequem. Mhm. Sieht, ist gut, ja. Also mal,
könnte ich mir jetzt noch anfreunden. Herr Schwager, hätten Sie Lust, mal eine Runde zu drehen? Ja, das würde ich gerne. Ich bin bis jetzt noch nie ein Hybrid gefahren. Okay, 88 PS Benziner plus 14 PS elektrisch und ab geht die Fahrt. So wie es aussieht, will Herr Schwager gar nicht mehr aufhören. Ich hole ihn jetzt mal raus. So, Herr Schwager, einmal aussteigen bitte. Ja. Tür zu, dann ist der Piepston weg. Und jetzt erzählen Sie doch mal, wie war's denn? Ich bin eigentlich überrascht, wie wenig Unterschied dass man merkt, wenn der Hybrid einschaltet oder ausschaltet. Also ich bin eigentlich sichtlich überrascht. Ja, ich hätte das nicht gedacht, das ist das erste Mal, dass ich so ein Auto fahre. Aber ich bin eigentlich sichtlich überrascht, wie fein der Übergang ist von Hybrid zum Benzinmotor. Und wie gefällt Ihnen der Innenraum, Platzverhältnisse? Ist eigentlich sehr übersichtlich, auch zum Hintersein parkieren, auch sehr gut zum Bremsen, also sehr fein, also dosiert kann man bremsen. Gutes Bremssystem. Ich sage herzlichen Dank und wünsche weiterhin gute Geschäfte. Ja. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss. Sollten Sie sich doch für einen neuen entscheiden, für einen neuen Honda Jazz, dann haben Sie die Wahl zwischen Benziner und Hybrid. Auf jeden Fall aber kaufen Sie ein modern gestyltes Auto, das innen mehr Platz bietet, als man ihm von außen ansieht. Die weit öffnenden großen Türen sorgen für einen bequemen Einstieg. Auf der Rückbank sitzt man recht ordentlich, hat auch oben Platz, trotz des Glasdachs. Und besonders pfiffig finde ich die Rückbank. Die kann man nämlich entweder hochklappen, wie im Kino, dann passt quer ein Fahrrad rein. Oder sie macht sich recht flach für einen ebenen Ladeboden. Beim Fahren stört mich persönlich der Gummibandeffekt der Automatik und auch der laute Motor. Ob der Hybrid sich rentiert, das kann jeder ganz einfach selbst ausrechnen. Denn gegenüber dem ähnlich starken Benziner kostet er 2000 Franken mehr und verbraucht im Schnitt rund einen Liter weniger. Fraglich allerdings, ob ein moderner Diesel nicht genauso sparsam sein könnte bei gleichem Umwelteffekt und mehr Fahrspaß. Und das war's für heute. Auf www.motorshow.ch können wir uns jederzeit wieder treffen, wenn Sie möchten, mit Infos rund ums Thema Automobilität. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Sendung. Da fahren wir den neuen Opel Corsa. Bis dahin, ciao.